Ein Update aus dem Krankenlager. Ja, die Mütze bleibt auch drauf. Meine Haare wollt ihr nicht sehen. Ja, ob ich jetzt ganzen Tag filme, weiß ich nicht, aber zumindest so ein kleines Update. Ihr wisst ja, nach dem Intro geht's los. Ja, ich sehe schrecklich aus. Ich gehe mal ein bisschen mehr ins Licht, so, dann sieht man es nicht. Die rote Nase und alles. Ja, also, ab Donnerstag kam ich aus dem Nagelstudio nach Hause abends und Kind war auf einmal verschnupft. Dann haben wir gesagt, okay, wir warten noch bis Freitag, Samstag und dann treffen wir eine Entscheidung. Dann haben wir die Entscheidung getroffen, erst, dass wir fliegen wollten. Und dann haben wir uns die Bestimmungen durchgelesen von Aer Lingus. Und darin wurde gesagt, dass es ausdrücklich untersagt ist, krank zu reisen mit Corona-Symptomen. Und ja, da das Kind auch Geschmacksverlust hatte. Das wäre der Hund schon wieder. Wurde es halt untersagt und man... wird dann aufgehalten und kann nicht weiterreisen. Und das war uns zu heikel. Für den Test war es leider zu spät. Die brauchen für so einen PCR-Test hier 24 bis 48 Stunden. Und das war ja schon Samstag, wo wir die Entscheidung treffen wollten. Und das hätte dann nie und nimmer geklappt. Genau, am Sonntag, dann haben wir die Entscheidung schweren Herzens getroffen, wir bleiben zu Hause. Am Sonntag, morgens um 5:30 werde ich wach. Ich dachte, was ist los? Mein ganzer Hals hat so wehgetan. Also ich habe das schon lange nicht mehr so, so schlimm gehabt mit Halsschmerzen. Ja, und dann sagte Thomas, ja, ist ja gut, dass wir uns dagegen entschieden haben. Ja, das ist auch gut so. Denn ich habe dann noch Fieber gekriegt und da habe noch Fieber und ja, Schüttelfrost, Gliederschmerzen, Halsschmerzen, Husten, Bronchitis, Schnupfen, alles volle Programm. Am Sonntag sind wir dann zum Testcenter gefahren, haben wir Tests gemacht, aus dem Auto heraus und da kam dann bei uns dreien negativ raus. Wir haben gestern Abend dann Bescheid bekommen, nach 24 Stunden. Ja, da waren sie ziemlich schnell. Nee, das war dann gut und sind wir dann beruhigt, dass wir kein Corona haben, dass wir wenigstens einkaufen. Ich weiß nicht, mit einem Gewissen, wenn ich weiß, ich könnte es haben, kann ich nicht einkaufen gehen. Ja. Naja, wir gucken jetzt mal, wie es weitergeht. Ansonsten muss ich mir Medis verschreiben lassen. Zu meinem Hausarzt hätte wenig Sinn. Die haben momentan kaum Zeit, irgendwie, dass man dazwischen kommt. Dann ist es irgendwie besser, wenn man einen Online-Arzt sich sucht. Ja, und da gucken wir mal. Jetzt haben wir das Ganze umgebucht auf die Osterferien. Wahrscheinlich müssen wir es dann nochmal umändern, weil wir wollten dann auch irgendwie noch eine Woche rumherfahren. Nicht nur Berlin, deswegen dachte ich einfach, weil wir auch 2 Wochen haben, dass wir länger da bleiben können in Berlin. Dann nächstes Jahr im April, genau, da habe ich ja dann auch Geburtstag und so. Das wäre eigentlich nochmal so eine Idee, aber erst ein halbes Jahr. Ja, das ist halt einfach jetzt so und... viele Sachen, also Hotel konnten wir stornieren, Gott sei Dank noch, umsonst. Flug umbuchen, wie gesagt, und andere Sachen. Wir haben jetzt zum Beispiel so ein Ticket, Berlin-Ticket irgendwie, dass wir mit Bus und Bahn fahren konnten, so oft wie wir wollten. Irgendwie, das hat auch 100 € oder so gekostet, die haben wir nicht wiederbekommen, die haben sich quergestellt. Genauso auch Museen haben sich quergestellt, also da kriegst du kein Geld wieder. Ja, insgesamt irgendwie 200-300 € in Sand gesetzt. Jo. So ist es halt. Das ist halt Risiko und ja, aber du musst halt vorher schon buchen, damit du dann halt teilweise überhaupt da reinkommst, ne? Ja. Genau so sieht's aus. Ich hoffe, dass wir alle wieder Halloween fit sind. Kind geht so lala, man geht auch so eigentlich ganz okay. Ja. Also ich trinke immer Kamillentee und der hängt mir schon zum Halse raus und liege nur
Ja, kurz mal für eine halbe Stunde auf der Beine und dann muss ich mich wieder hinlegen. Ja, richtig schlimm. Ja, Bronchitis, weiß ich hundertprozentig, dass das ist. Das hatte ich schon früher ganz, ganz häufig als Kind und auch so. Ja, ich bin da einfach anfällig für mit Bronchien. Ja, kann man nicht ändern. Ja, und Thomas hält jetzt gerade hier den Laden am Laufen. Er kocht, macht so Kleinigkeiten hier, die gemacht werden müssen. Arbeitet diese Woche wesentlich weniger, weil eigentlich hätte er ja Urlaub. Und ja, dann werden wir mal sehen, wie das so weiterläuft hier. Ja, ich wollte euch das nur kurz erzählen, dass ihr das alle Bescheid wisst. Ja, ich bin immer noch mega traurig darüber, aber du kannst es halt nicht ändern. Wenn es so ist, dann ist es halt so. Und jetzt freuen wir uns auf Halloween. Vielleicht sind wir dann bis dahin alle wieder fit. Es sind ja noch ein paar Tage. Wir haben ja erst Dienstag, also von daher. Mal gucken, ob ich euch noch ein bisschen mitnehme. Den ganzen Tag werde ich nicht floggen zu schaffen. Schaffen zu floggen, wollte ich sagen. Und weil ich die meiste Zeit immer liege auf dem Sofa oder im Bett und ja, das geht halt irgendwie nicht. Energie reicht nicht aus für Duschen noch und ja. So. Kann man nicht ändern. Jenny Baby ist müde. Bist du müde? Thomas ist jetzt der Chefkoch, stimmt's? Chefkoch Thomas. Thomas rettet uns vom Hunger. Tod. Was kostet denn heute Leckeres? Eine Weiß noch Reispfanne, hat nicht. er gesagt. Genau, Reis und nochmal gucken. Ja. Auch das wird schon lecker werden. Ne? Bestimmt. Ja. Das war das kurze Update. Thomas hat ganz lecker gekocht, eine Reispfanne mit Hackfleisch, Möhren, Erbsen, Ei mit drin. Es war richtig lecker. Und ja, ich habe jetzt einen Termin morgen beim Online-Arzt, irgendwie so 9:30 abends oder so. Ja, erstmal so und wenn das dann nicht klappt, dann muss ich halt hier zu unserem Arzt hingehen und warten. Genau. Dann würde ich sagen, dann erstmal Tschüssi, bleibt alle schön gesund. Dann wisst ihr ungefähr, was los ist hier. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Einen Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen. Ja, und einen netten Kommentar, darüber freuen wir uns immer sehr. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns in meinem nächsten Video. Tschüss.